sehr gutes Match. Das ist ein Schalkman. Und Ink Yoshi spielt Donkey Kong. Spielt DK. Okay, interessant. Schulk. Sehr krass. Interessant, interessant. Krass. Geh mal rein. Geh mal rein. Hab ich Bock. Schulk kenne ich eigentlich nur Fairy Seal und True Four. Ich kenne deutschen Raum mitspielen. Ich kannte noch einen Schulk aus irgendwie Göttingen der Region, aber ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß. Mhm. Murata, irgendwie sowas. Vielleicht ist er das sogar. Heißt er so? Warte, guck mal, wie der jetzt heißt. Ich muss gucken, vielleicht ist er das, weil da ist. Den habe ich einmal noch. Nur ganz früher, als ich attended habe, gesehen. Aber ich liebe es, wie Donkey Kong einfach hier. Maruta. Maruta, dann ist das, glaube ich, der dann sogar. Ist dann, das. Ist, dann ist er so aus der. Aus der. Was für ein Licht, Osa? Osa, der Tier. Drück mir erstmal ein Dunkeln. Licht ins Gesicht. Schöne Nerven. Yoshi. Er hatte doch Jump, hätte er es nicht geschafft mit dem. Er hat seinen Jump gecatcht mit der Nähe. Ja, aber er hatte doch Jump Arc. Er hätte doch mit seiner Abi das noch geschafft, locker, oder? Jump. Glaub, wie nennt man das? Jump Monado. Monada, ja, Monado. Monada. Wie hieß er jetzt? Maruta? Maruta. Maruta. Ja, okay, dann ist er das, glaube ich, den ich meine. Ich habe den Namen dann falsch in Erinnerung. Dann kenne ich ihn doch. Ah, okay. Ich glaube, er kommt so aus irgendwo Göttingen, Niedersachsen-Region. Verstehe. Also ich kannte ihn noch nicht, aber er wurde mir jetzt sehr hoch angeteased. Deswegen habe ich sehr Bock, das jetzt zu sehen. Und wir haben ein recht evenes Match dafür, dass Maruta, ich muss mir das jetzt auch nochmal einprägen, den Namen, dass Maruta vorhin sehr krass von DK gecheased wurde. Das ist wahr. Oh, aber er macht das gerade sehr... Gottlos, der Cheese, dieser Grab. Das war einfach... Die Plattform, das war einfach aber sehr schön ausgemacht. Canon-Event, weißt du? Das war einfach wirklich. Das war wirklich. Das musste sein, weißt du? Das war einfach Luck, dass die Plattform genau dann weggegangen ist. Aber auch gute Reaction von Yoshi, dass er sehr direkt auf, auf den Backthrow gegangen ist. Und jetzt der Cheese. Oh mein Gott! Das war stark, ja? Das Yoshi, war sehr stark. Sehr, sehr stark. Das war unerwartet. Wer macht Backthrow into DK Punch, weißt du? Ja. Yeah. Falcon Punch, DK Punch. Ich muss das gerade noch verarbeiten, dass er einfach wirklich Backthrow in den Neutral B gedrückt hat und es hat funktioniert. Das ist krass. Das ist das neue das Rob Backthrow Side B. Das ist wirklich Rob Backthrow Side B gewesen gerade. Krass. Aber das war jetzt mal. Also die ersten zwei Stocks waren sehr cheesy, muss ich sagen. Ja, der letzte war auch irgendwo cheesy. Die waren alle 30 cheesy. Gestorben, aber der letzte, für den letzten hat er Respekt, weil er wäre gestorben, hätte er es nicht getroffen. Also hätte er es nicht getroffen, dann hätte er. Nee, er hat es, glaube ich, noch zurückgeschafft, weil er hat hier noch einen Jump gehabt. Er hat noch einen Jump gehabt, stimmt. Ja, dann hätte er es noch zurückgeschafft. Ja, also das war einfach. Das war DK in a nutshell gerade. DK, deswegen liebe ich DK. Guck mal, die haben beide gleiche Haarfarbe hier. True. Glaubst du, Schulk hat eine Perücke, die aus DKs Rückenhaaren gemacht sind? Deswegen ist DK gerade so am Ausrasten. Er will seine Haare zurück. Kills. Der Random F-Smash. Der get up, Neutral Get Up F-Smash, why not? Wieso nicht? Es klappt nicht? Doch. Gerade klappt alles, was nicht klappt. Schöne Back-Ass. Na, der zweite Back hat schön das Spotter, schön. Jetzt nochmal die Stage Control von Maruta zurückgeholt. Aber Afro, direkt Ding-Dongs, Ding-Dongs, Bing-Bongs. Der Ding. Und. Interessante Wahl, als auf dem F-Smash zu gehen. Jetzt aber warum Smash an der Ledge würde schon töten. Up-B-Auto-Shield. Aber er konnte einfach Shield drücken, das war ja, krass. Ja, Monado ist insane. Also er konnte einfach währenddessen in den Up-B-Hits getroffen wurde, Shield, das war geil. Das ist aber auch eine richtige Stärke von Schulk. Das tot. F-Smash? Nein, ist nicht tot. Schwacher Schulk, Alter. Schulk Forward ist echt so riesig. Ich hätte Schulks Smash ist ein bisschen stärker in Erinnerung, aber mit Smash Art wahrscheinlich. Smash Art, aber er fliegt halt auch entsprechend viel schneller weg. Ja, ja, klar, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Das kann schon der Tod sein, ja. Ja, das wegen ist der Smash Art, das ist echt hart. Das ist halt hart mit Smash und das so. Das ist echt hart, aber es ist halt so... Es ist halt wirklich Kaioken einfach, weißt du? Ja, ja. Es ist Goku, der ist dann stärker, aber er ist halt auch danach kaputt. Ja, genau. Jetzt währenddessen halt auch kaputt. Aber Yoshi spielt das gerade richtig. Er spielt echt clean. Dafür, dass es, also das ist, es ist DK gegen... Oh, der ist aber tot. Der ist... Ja, ja da ist er tot. Ja, das war ja, sehr schön von Maruta Geld sehr schön fair noch gemacht. Sehr, und jetzt, sehr jetzt sieht's wieder sehr even aus. Jetzt ne? Wieder bis even, jetzt aber kein es kann, cheesy Kill gehabt. Noch nicht, aber es kann ja jede Sekunde sein. Wir ja, reden natürlich. Hier von DK. Es ist DK. Aber man muss auch dazu... Oh, okay. Nein! Ja, das meinte ich. Das kann ist jeden hart. Moment jeden passieren. Moment, und das ist direkt passiert. Dieser Charakter ist halt darauf einfach, ausgelegt. Er macht immer irgendein Throw und danach irgendein cheesy ja. Zeug und das tötet direkt. Er macht das aber auch gut. Er macht so Sachen, die halt nicht wirklich expected genau. Sind. Oh, schön mit Smash. Sehr schön. Die Down-Air. Das war sehr, sehr stark. Das war sehr clean. Sagen.
Sehr stark gemacht. Hat aber er einfach wichtig. Zurückgeholt. Hat einfach zurückgeholt jetzt einfach. Das ist alles. Einfach ein super explosives Matchup, ne? Hier kann jetzt alles passieren. Schöne Abwehr. Schöne Landing-Abwehr. Das war sehr stark. Das spielt er gerade richtig clean. Das war sehr krass gewesen. Das wäre einfach so eine Perfect Sequence gewesen. Ja, das wäre wirklich super gewesen. Fast hätte es schon wieder getroffen. Ja, aber schön, dass er auf Schildmonade gewechselt ist. Einfach für den garantierten Save. Ja. Ding Dong. Ding Dong. Nicht reicht tot, noch nicht sehr ganz, schön. Aber dieser Charakter ist. Aber es ist halt krass. Und der Neutral Giant Punch. Sehr stark, sehr stark. Im Neutral die Neutral B drücken, wir kennen es doch nicht anders. Ey, es klappt. Wenn es klappt, dann klappt es. Aber ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das einfach so ein Matchup-Ding gewesen für Maruta.